Und damit heiße ich alle herzlich willkommen zurück zu Fairy Tail. Letztens habe ich gegen Elfmann zwar noch gewonnen, aber die Mission total in den Sand gesetzt. Aber jetzt habe ich neue Moves. Und wenn das nicht reicht, ich weiß nicht. Mache ich vielleicht erst das. Also, keine Ahnung. Diesmal machen wir Elfmann. Nicht nur fertig, sondern auch diesen komischen Vogel. Ich habe nämlich neue Moves gelernt und so, Elfmann geht's jetzt wieder an den Kragen. Die Mission habe ich in den Sand gesetzt. Ich glaube, ich habe die Mission nicht mehr ganz aufgenommen gehabt. Und haben mittendrin aufgehört und einfach so gekämpft. Aber ich habe die Mission nicht geschafft. Ich habe die Mission echt nicht geschafft. Das ist so fucking übel gewesen. Das war nicht cool. Und ich glaube, ich werde krank. Weil ich habe keine Geschmacksnerven gerade. Ich weiß nicht, was los ist. So, Levi ist meine Partnerin. Das ist nett, dass sie das ist. Und da ist er, Elfmann. Botting. In den Hintern treten. So heißt das bei mir. Elfmann, was machst du denn hier? Willst du kämpfen? Klar. Zeig mir, dass du ein Mann bist. Okay, hier komme ich. Nein, ich weiß doch nicht mehr, wie das geht. Elfi. Oh, ich habe keine Heilung, fällt mir gerade ein. Fuck you. Ich hab den überhaupt nicht getroffen. Oh, ich hoffe, Portable Guild ist natürlich 2 ist um einiges besser dann. Aber ich will erstmal dieses hier durchspielen. Nein! Ich hau ab, du! Nein! Das tut doch weh! Nein, wie hat er... Du Pisser! Fick dich! Wie die dich einfach nicht getroffen hab! Was soll das? Und er trifft mich natürlich jedes Mal! Ah, fuck. Wir kriegen kaum Schaden, also er kriegt kaum Schaden, das ist so... Ich bin so unterlevelt. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen leveln. Da führt kein Weg vorbei. Wo ist er? Alter! Elfi! Geh mir nicht auf den Piss, Jung! Hoko! Alter, und der trifft jedes Mal. Ist das zielsuchend, Elfi? Komm her!
Dai no Hoko! Alter, willst du mich verarschen, Kai? No Hoko! Jawohl, voll ins Gesicht. Gib auf, Elfi. Kaio no Hoko. King, wie hat mich das gerade gerettet? Ich weiß auch nicht. Kaio no Hoko. Er ist besiegt! Ja, voll ins Gesicht! Geh down! Okay, ich gebe mich geschlagen. Du hast gewonnen. Gab's da jemals Zweifel? Du hast mir gezeigt, dass du ein Mann bist! Komm mir nicht so. Ach, egal. Ich weiß nicht, was sie sagen. Mir wird nichts Gutes sein. Oh, ich kenne ja deren Dialoge, die sie immer geben. Und der hat bestimmt irgendwas gesagt mit sei ein Mann oder so. 100 pro. Ich habe nur ein Problem. Ich muss die Mission wahrscheinlich von vorne anfangen. Geben die mir Heilung? Ich weiß nicht. Ja, es gibt mir Heilung, okay. Ich bin also doch nicht ganz am Arsch. Hoffe ich. Wir werden... Wir werden diesem komischen etwas zeigen, dass wir es drauf haben. Tja. Ihr seid nicht meine Gegner. Also, ich kämpfe nicht gegen die, wenn ich nicht muss. Ganz ehrlich, das ist Energieverschwendung. Und ich habe übrigens nur so viel Zeit, wie halt der eine Zeiger bis zur roten Zeiger kommt, dann ist die Mission failed. Ah, diese Spinner. Muss ich hier... Nein, sag mir nicht, dass ich die besiegen muss. Um hier weiterzukommen. Nein, da geht's rein. Gut. Rein da. Bin ich hier jetzt richtig? Immer noch nicht. Ich muss noch eine Station. Ich hoffe wirklich, dass ich jetzt mal Schaden mache an dem Typen mit meinen neuen Techniken. Go, Natsu, go. Wir können ja mittlerweile 3 Attacken. Und ich finde das so geil und ich hoffe wirklich, dass es mal mehr Fairy Tale Spiele gibt, jetzt wo es auch in Deutsch kommt. Wäre es eigentlich nur. Alter! Wir sind gar nicht mal so schlecht! Ich lade mal meine Energie ein bisschen auf. Oh, er ist abgehauen. Ey, ich war nice. Hallo, wir haben den ordentlich Schaden gemacht. Ich muss sagen, letztes Mal, wo ich gegen ihn gekämpft habe, habe ich da fast gar nichts abgezogen.
Das ist übel, der Unterschied. Was seid ihr für komische Viecher? Ich sehe da einen blauen Dingens. Da gehe ich mal hin. Ich bin mir so unsicher, aber da könnte er sein. Wenn das so ist, dann sehe ich genau, wo er ist. Wäre cool. Bitte sei da, bitte sei da, bitte sei da. Nein, der blaue Pfeil hat nichts zu sagen. Dann war Levi da? Was macht die denn bitte in einer anderen Ebene als ich? Um ehrlich zu sein, ich würde mir. Es gibt ja jetzt das neue Naruto-Spiel bald. Bald, ich weiß nicht. Ich glaube, irgendwann diesen Jahres noch. Und so wünsche ich mir ein Fairy Tail-Spiel. Genau so. Das wäre nämlich wirklich so, wie ein Fairy Tail-Spiel aussehen müsste. So, komm her. Okay, der ist wieder weg. Das ist nice. Das ist nice, was ich Schaden mache. Der ist jetzt fast tot. Ich werde aber dann Elfmann spielen, wenn ich das hier fertig habe. Den muss ich auch noch testen. Aber ich glaube, nach diesem Part sage ich meiner Freundin, Freundin Bescheid, dass ich hier Fairy Tail zocke, damit die auch mal ein bisschen was vom Spiel sehen kann. Weil das sieht sie meistens. Das hat sie letztens nicht mitbekommen. Und ich weiß nicht, ob sie es mitbekommt. Das wäre schon cool, wenn sie bei einem Fairy Tail Stream dabei wäre. Immerhin ist das eins ihrer Lieblings Sachen. Aber Ersa ist ja eh noch nicht freigeschaltet. Von daher, erst wenn Ersa kommt, erst wenn Ersa Gameplay kommt, dann sage ich ihr Bescheid. Vielleicht sieht sie ja vorher schon. Der ist wieder hier. Hayano Unisono Raid. Alter. Wir haben ihn besiegt. Nice. Nice, wir haben es geschafft. Aber ich denke mal jetzt, wo es Fairy Tail jetzt in einem Monat auch nach Deutschland kommt, ist fast zu Ende ist. Werden auch Spiele nach Deutschland kommen. Fairy Tail hat eine Beliebtheit, die One Piece und Naruto schon ein bisschen ähnlich ist. Also es ist, ich glaube, das. Na, ich lehne mich zu weit aus dem Fenster, wenn ich sagen würde, das viertbeliebteste. Aber es ist in den Top 10 der Animes. Ich weiß immer noch nicht, was ich hier mache. Ich würde mich auch freuen, wenn sie diese Spiele hier nochmal für die PS4 rausbringen, so wie Dissidia auch für die PS4 rauskommt. So eine Collection, so eine Portable Guild Collection, die war. Die Final Fantasy-Spiele sind ja auch irgendwann nach Deutschland gekommen.
Ich würde es mir halt wünschen, dass sie sich mal die Mühe machen. Oh, es passiert was! Oh oh. Da ging eine Tür auf. Das habe ich doch gehört. Lucy betrat, glaubt, den Raum. Schade. Los geht's! Die streiten sich schon wieder, so wie es aussieht. Ich habe jetzt eine Vorahnung. Oh ja, sie betritt den Raum. Habe ich so ein Gefühl. Da ist sie! Erza, Scarlett! Scheiß auf Elf, Mann, die wird jetzt gespielt und zwar nonstop. Okay, da stand es auch, dass Erza Scarlett zu uns gehört jetzt. Und das erste, was ich mache, ist zu Lucys Zuhause gehen und auf Erza zu switchen. Komm schon. Dum, 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 dum. Da ist er! Ja! Erza! Woohoo! Player Select! Partner? Wen mache ich da als Partner? Ich wollte ja Elfman spielen. Ich werde natürlich alle Charaktere noch ein bisschen leveln. Ich werde so privat wahrscheinlich für mich noch die Mission immer wiederholen. So ein bisschen. Das Spiel macht ja mega Spaß. Jetzt, wo ich auch mehrere Techniken habe. Yay, wir spielen Erza. Erza for the win. Das, da habe ich jetzt eine kleine Idee. Erza for the win. So. Den würde ich am liebsten auch testen, aber dann werde ich natürlich Erza als Partner haben. Erza verlässt uns jetzt nie wieder. Und es gibt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 Charaktere und ich glaube, das werden nur Fairy Tail Charaktere sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendeine andere Gilde sein wird, weil wir machen ja nur Aufträge für unsere Gilde. Aber ich könnte mich erinnern, dass es eigentlich in Portable Guild auch einen eigenen Charaktermann herstellen könnte. Das wäre zumindest offensichtlich. Ach ja, ich muss hier. Ich wollte hier noch. Was kann ich mit Erza machen? Was kann ich mit Erza machen? Special Attacks. Ich habe nur eine. Und ich glaube, ich kann mir auch keine neue kaufen. Ich kann mir neue Attacken kaufen, klar, aber nicht für sie. Hier ist Garderobe.
Ich werde das auf jeden Fall alles mal freischalten. In Zukunft. Damit wir ein paar mehr Outfits haben. Das sind bestimmt Outfits auch aus den Animes. Die sind ausverkauft. Aber warum kann ich die nicht kaufen? Und hier, was gibt's hier eigentlich zu kaufen? Das ist Rüstung wahrscheinlich. Scheiße, aber ich weiß nicht, was die bewirken. Ah, man sieht, die sind nicht so teuer. Kann man sich alles leisten. So, dann machen wir mal die erste Mission mit Ersa. Oder halt im nächsten Part. Also, die im Stream, die werden wir jetzt gleich sofort den Part sehen. Die Mission sehen. Ich mache aber ein kleines Päuschen, denn ich muss noch einer Bescheid geben, dass ich Ersa Freiser geschaltet habe. Dann wäre cool, wenn die auf jeden Fall das sehen würde.